Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Gerald von Riva. Und ich wackle hinter der hübschen Jennifer von Wenneberg hinterher und erwarte... Oh, Siri, im Regen, ohne Regenschirm. Wer hätte das gedacht? Mal sehen, was aber lacht. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Siri, Skjall ist tot. Oh. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Versuch, wir haben sie wieder aufstehen lassen. Mit mir? Ich will mich verabschieden. Ja, klar. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Gehen wir. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Oh Gott, was für ein Dialog. Gehen wir? Ja. Kommt bald wieder. Bis dann. Hey! Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. So bin ich zu dir. Ich mag Friedhöfe auch nicht. Warum nicht? Diese Arbeitsatmosphäre. Ich war noch nie auf einem Friedhof, um jemandes Grab zu besuchen. Ich habe immer nur Ghule und Moderhäute gejagt. Ich wäre ehrlich gesagt lieber auf Vertragsbasis mit einer Hexeraufgabe hier. Tja, Ciri, so ist es manchmal. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Sind wir vielleicht nicht ganz unschuldig dran? Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut, sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten.
dass wir hergekommen sind. Wie das Redewiesbild gelaufen ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Ja, was soll ich erledigen? Ich komme natürlich mit dir. Du hast auch gar keine Frage gestellt, fällt mir da gerade auf. Zurück zum Boot. Mhm. Hätte ich da noch alle umbringen sollen. Abgeschlossen! Hey! Keine Punkte oder was? Ah, doch. Ah, zumindest 100 Punkte. Moment! Aus dem Weg, ihr Weiber! Ups! Oh! Cooler Move gemacht, um Ciri zu beeindrucken. So, Hexer-Move halt, ne? Hat die alte Frau drüber gedacht. Ciri ist auch ein bisschen verwirrt. Ich finde das viel besser, wo wir jetzt mit ihr gemeinsam rumlaufen, oder? Ist das langweilig. Wo geht sie hin, frage ich mich da. Das bezweifle ich nicht. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Bis später. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Machen wir. So. Vini, Vidi, Vigo, schleiche dich im Schutz der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Ist es so? Müssen wir das aktuell machen? Schauen wir mal auf die Quests. Wir haben noch Hulfringilla vom Schiff, das wäre das. Und dann als letztes vermutlich den Sonnenstein abholen. Okay, wie weit ist denn das weg, das Schiff des Kaisers? Das ist da drüben, okay. Da haben wir jetzt... Was denn da hin? Muss ich da hin schwimmen oder was? Mein Gott, ey, die haben immer Ideen, ne? Dann reisen wir mal darüber. So, da bin ich angekommen. Nachts weh so gut wie immer. Es klart auf. Es klart auf, aha. Okay. Muss ja wahrscheinlich ein Boot nehmen, ne? Oder sehe ich das falsch? Nochmal ein Blick auf die Karte. Moment. I'm so sorry. Naja. Ganz klar. Wir klauen ein Boot. Boot stehlen, ja. Ey, dass ihr das nie macht. Oder dass sie auch keinen Knopf eingefügt haben. Du willst ins Boot springen? Und dann hüpft er immer rüber. Und wo ist hier... Wo ist hier hinten? Da... So, los geht's. Am weißen Wal vorbei. Das mit dem weißen Wal tat mir echt ein bisschen leid, oder? Euch natürlich nicht, ihr seid herzlos. Aber ich habe ein Herz für NPCs. Versinkt das Boot! Feuer! Halt! Ich will verhandeln! Ich bin ein... Erschießt ihn! Haltet ihn vom Schiff fern! Was soll denn das? Das ging aber schnell. Wir haben ihn! Was denn? Er hat mich gern. Ich kann relativ lange die Luft anhalten, ne? Das muss ich wirklich sagen. So Schleichaufträge versaue ich ja auch grundsätzlich. Also nur nicht, dass sich da irgendjemand was Besseres erhofft. Jederzeit Feuer frei! Haben wir ihn erwischt? Hä, was war denn das jetzt? Haben die auf mir geschossen? Geschossen auf mir? Was? Ich zauber mal eben auf.
Meuchelmörder! Feuer! Hallo. Quatsch, nix Meuchelmörder. Verflucht und zugenäht. Er ist weg. Hat sich irgendwo versteckt. Ah, er ist halt einfach der Assassine. Überhaupt. Ja. Für Kinder ist es toll, mit den Fischern zu segeln. Ein echtes Abenteuer. Ich erinnere mich an Undvik. Sie haben mir gezeigt, wie... Welches ist das Flaggschiff? Schön, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Die sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Behaupte ich jetzt mal wahrscheinlich das hier, ne? Oder? Darüber, okay. Hey, auftauchen, du Spinner. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Was? Die haben mich doch jetzt schon gesehen. In der Nähe. Wie kletter ich denn da hoch? Ich bin ja mal wieder mega unsichtbar, ne? Ist jetzt auch nicht zwingend eine Hochhüpfoption da gewesen irgendwo? Ich lese das jetzt nochmal im Questbuch. Der aufmerksame Leser entsinnt sich gewiss, dass die wilde Jagd nur mit Hilfe mächtiger Magie besiegt werden konnte. Daher hatte Geralt die mächtigsten Zauberinnen der Welt rekrutiert. Ganz gleich, ob er sie nun schätzte oder verabscheute. Als sich eine Möglichkeit bot, auch Vringilla Vigo zur Sache zu gewinnen, ergriff Geralt sie ohne jedes Zögern. Er begab sich schnurstracks auf das Schiff des Kaisers, auf dem die dunkelhaarige Zauberin gefangen gehalten wurde. Also im Moment begibt er sich nicht da schnurstracks hin, sondern weiß nicht, wie er schnurstracks darauf kommen soll. Ich hätte jetzt gesagt, so am Anker hoch oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich wieder irgendwie so... Ah, doch, da wirklich. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es wieder total einfach. Ich raff's nur nicht. Hexer, welch angenehme Überraschung. So bin ich. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Vringilla Vigo. Ihr habt Yennefer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Yennefer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ehrlich? Na, wir reden noch ein bisschen, oder? Das ist schon interessant. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Yennefer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Vringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen.
Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Sie ist so eine freundliche Person. Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Hey, da sind wir. Triss, wo ist Yennefer? Sie wird bald hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Ja, Geralt? Das ist ja eigentlich auch egal. Du siehst gut aus. Für eine gefangene Amhirs, meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter. Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Naja, das war jetzt ein bisschen zickig ausgedrückt, aber ich kann ja nun mal nicht hier mit jeder Hexe schlafen, ne? Also ist theoretisch schon, aber der Hexer hat auch noch hier die Welt zu retten, natürlich. So, triff Philippa in den Elfenruinen. Okay, wir haben aber auch was zu tun im Moment, ne? Das ist unglaublich, du. Unglaublich. Jupp, wieder da drüben. Ständig irgendwo... Bin ich dann oben auf der Brücke und kann zum Schmied? Obwohl, ich brauche heute nicht zum Schmied. Oh, verdammt, ey, das ist kein Zeichen. Oh, fuck, ey. Fucky fuck. Müssen wir wahrscheinlich tatsächlich hier mit dem Schiff rumfahren, oder? Scheint mir der einzigste Weg zu sein, ja. So, die Quest. Der Sonnenschein. Triff Philippa in den Elfenruinen. Das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen, oder? Obwohl, ich lese eigentlich so gerne vor. Dann ärgere ich mich immer besonders, wenn ich mich verlese. Kennt ihr das? Weil so laut lesen und dann noch so halbwegs betont, ist gar nicht so einfach, wie man meint. Jungfrau, Mutter und Muhme. Das sollte man eigentlich viel öfter machen. Das schult das Geschick oder was weiß ich. Die Lesefähigkeiten und die Ausdrucksfähigkeit. Und vielleicht ist das für einen Let's Player gar nicht so schlecht. Ich wette, ich springe übers Wasser. Moment, ich probiere einfach so drauf zu gehen. Nein, das geht. Oh mein Gott, warum bin ich jedes Mal gesprungen? Mann, nun weht's. Ich wusste natürlich, dass das geht. Was habt ihr gedacht? Ich dachte, ich wäre hier so ein Hexer, der keine Ahnung hat, oder was? So. Heute Power-Segling mit Sirius. Sogar samt Tropfen auf eurem Fernsehbildschirm, auf eurem Monitor oder eurem Handy. Dank. Speed segeln. Ja, jetzt lockerer Drift. Und dann hier geht's ab durch die schmale Passage unter der Brücke her. Ich versuche nicht über den weißen Wal zu fahren. Dö, dö, dö. So ein bisschen, das könnte auch so ein Horrorfilm sein. Aus so einem klassischen alten Horrorfilm, die Musik. So, ich könnte jetzt sagen, genießt halt einfach die Atmosphäre. So sieht's von oben aus, wenn Geralt segelt. Ja, wie die Fuckviecher. Fackviecher. Hashtag Fachviecher. In die Videokommentare. So, hatte ich nicht so eine schöne neue Armbrust gekauft oder was? Wo ist denn das Ding? Welche ist denn hier die stärkste? 6 bis 8. 5 bis 7. 5 bis 7. Der Tod von oben. Nehmen wir mal die. Und welche Bolzen rüsten wir dann aus? Superbolzen. Moment, hier. Explosiver Bolzen. Ist, glaube ich, der beste Bolzen. Ich will den halt einfach, weil er explodiert, klar. Muss ja eigentlich auch die Bolzen auswählen, nee, ne? Ja, jetzt können die was erleben, die Mistviecher.
Soll ich schon welche abknallen oder sollen wir erstmal warten, ob uns einer angreift? Bam! In your face, bitch! Da treibt ihre blutende Leiche. Uah! Oh. Wo hab ich jetzt hingeschossen? Einer hängt uns noch am Arsch, wie es aussieht auf der Minimap. Ja, jetzt haben sie abgelassen von uns, ne? Besser so, denn ich habe explodierende Bolzen. Ja, na Logo. Da ist das nächste. Monstergetümmel. Oh, was ist denn da? Ist das die Höhle schon? Wow, das ging ja fix. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das schnell ging. Neumarkierung, die alte Gruft. So, ich segel mal hier. So. Ja, ich parke hier mal, Moment. So, schon geparkt, so. So, Steuer loslassen. Spiel gespeichert. Neumarkierung, Eingang. So, meine Freunde, bevor es jetzt hier in diese Superruinen reingeht und ich mit Philippe Eilhard quatschen werde, würde ich sagen, ich verabschiede mich einfach schon mal aus der heutigen Folge. Ich finde, das ist ein ganz schöner Schnitt. Wer weiß, was da drin noch alles Spektakuläres abgehen wird. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hashtag Fick.